Robert Silverberg, geboren am 15.01.1935 in New York, studierte an der Columbia University englische Literatur und machte 1956 seinen Abschluss. 1955 erschien sein erstes Buch Revolte und Alpha Psi, ein Science-Fiction-Jugendbuch. 1956 gewann er den ersten Hugo Award als vielversprechendster junger Autor. Als der Science-Fiction-Markt 1959 wegbrach, wandte er sich anderen schriftstellerischen Gefilden zu. Er verfasste von historischen Romanen bis zu Softcore-Pornogeschichten alles. Mitte der 1960er Jahre trat Frederick Pohl an ihn heran, er solle für dessen Zeitschriften Galaxy und If Geschichten verfassen und ließ ihm bei deren Handlung freie Hand. Er begann, mehr Fokus auf die Charaktere zu setzen. Silverberg veröffentlichte auch unter verschiedensten Pseudonymen, wie zum Beispiel Robert Rendel, David Osborne, Ivar Jorgensen, Kelvin Knox. Überwiegend Einzelromane. 1975 erklärte er seinen Rückzug vom Schreiben. 1980 veröffentlichte er Lord Valentine's Castle, den ersten Band der Madripoor-Chroniken. In den 80er Jahren veröffentlichte er mehrere Romane, die sich mit dem Gilgamesch-Epos befassen. Ab der Mitte der 1990er Jahre fungierte er als Herausgeber mehrerer Anthologien mit Kurzgeschichten, die exklusiv für diese verfasst wurden. Im Laufe seiner Karriere gewann er mehrere Hugo Awards, Nebula Awards und Locus Awards.